So, liebe Teilnehmer, herzlich willkommen zum ersten Webinar in diesem Jahr, DZ Bank Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Christoph Kraus und schön, dass Sie heute Abend wieder so zahlreich mit dabei sind. Und zu Beginn möchte ich Ihnen natürlich auch ein gutes neues Jahr wünschen und vor allem immer ein glückliches Händchen beim Traden, sodass nicht allzu viele Verluste bei Ihnen hoffentlich entstehen. So. Und heute Abend beim ersten Webinar ist die Trading-Gruppe auch gleich wieder mit dabei. Mit dabei Ingmar Königshofen, René Wolfram und Stefan Feuerstein. Herzlich willkommen auch die drei, auch euch noch ein gutes neues Jahr. Und bevor wir loslegen, zeige ich Ihnen, um was es heute geht. Und zwar, wir schauen zurück, und zwar übernimmt das der Ingmar, er schaut zurück auf die vergangenen Webinare. Und dann werden wir heute für Sie WTI und Silber analysieren. Und Sie dürfen sich auf die Trading-Strategien dann freuen, die wir Ihnen dann vorstellen. Und Fragen dürfen Sie wie immer uns gerne in den Chat schreiben. Wir beantworten die Fragen natürlich gerne. Und bevor es losgeht, wie immer nochmal kurz die rechtlichen Hinweise. Unser Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrungen in Hebelprodukten. Die Produkthinweise dienen lediglich zu Demonstrationszwecken. Wir können keine Anlageberatung übernehmen. Und bitte beachten Sie bei Hebelprodukten das Totalausfallrisiko sowie das Emittentenrisiko. Und dann sind wir schon auf der Agenda beim ersten Punkt, beim Rückblick. Das wird der Ingmar jetzt übernehmen, den ich herzlich begrüße. Und ich übergebe gleich mal das Wort an dich, Ingmar. Ja, vielen Dank. Servus Christoph, Servus in die Runde auch. Natürlich von mir auch ein frohes neues Jahr. Gesundheit für Sie alle und natürlich, wie der Christoph auch schon gesagt hat, viel Glück natürlich in diesem Jahr auch bei den jeweiligen Trades. Und das wünsche ich natürlich nicht nur Ihnen, sondern auch uns, dass wir dieses Jahr ein glückliches Händchen haben, alle zusammen. Ich denke mal, im letzten Jahr hatten wir ganz gute Trades hier vorgestellt und ja, wir wollen schauen, dass wir das natürlich auch dieses Jahr dementsprechend hier so fortführen. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass Sie wieder so zahlreich dabei sind. Jetzt gerade am Anfang des Jahres ist der ein oder andere vielleicht noch im Urlaub, aber ich sehe schon, die Teilnehmerzahl geht wieder schön nach oben und nähert sich schon wieder der Zahl vom Dezember an. Von daher sind die meisten anscheinend schon wieder heiß, haben genug Urlaub und wollen wieder die ersten Trades sehen. Von daher herzlich willkommen nochmal und ich hoffe, dass Sie uns diesem Jahr gewogen bleiben, dabei bleiben beim Webinar. Wenn Sie Verbesserungsvorschläge haben oder sonstiges, natürlich auch immer gerne mal in den Chat schreiben oder Ihre Fragen reinschreiben, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, einfach kurz dort die Frage reinstellen und wir werden die dann beantworten. Falls Sie für alle interessant sind, natürlich komplett in die Runde. Und falls mal irgendwas insgesamt unklar sein sollte, Sie sagen, okay, könnt ihr vielleicht nochmal eine allgemeine Einführung machen, wie das Ganze funktioniert, was ihr da macht, dann machen wir das beim nächsten Webinar gerne. Und schauen, dass wir Sie alle fit dafür kriegen, dass wir alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind, weil natürlich immer wieder neue Teilnehmer auch dazustoßen. Ansonsten, Christoph hat es schon gesagt, wollen wir kurz einen Rückblick machen. Wir wollen kurz mal auf die Trades vom 22.12. schauen. Da hatten wir den Dow Jones und den Euro-US-Dollar vorgestellt, eine Strategie jeweils darauf. Und noch auf das Webinar davor, dort hatten wir einen Platin-Trade sowie einen DAX-Trade vorgestellt. Der Platin-Trade, das ist ja ein statistischer Trade. Der läuft ja aktuell, läuft auch aktuell sehr gut. Von daher wollen wir da natürlich mal kurz drauf blicken, wie man da jetzt weiter vorzugehen hat. Schauen wir aber zunächst auf die Dow Jones Strategie vom 12.12. Habe ich gerade eben 22. gesagt? Ich glaube, es war der 12.12. So habe ich es zumindest hier in der Präsentation stehen. Auf jeden Fall hatten wir hier ein Long Setup vorgestellt und Stefan sagte, dass wir auf eine Preisbestätigung mit einem Limit bei ca. 18.700 Punkten warten sollten. Mit den Zielen bei 20.000, 21.000, 21.500 und einem anfänglichen Stopp bei 17.800 Punkten. Was anschließend passiert, Sie sehen erst einmal, wann das Webinar stattgefunden hat. Dieser Zeitpunkt ist blau eingekreist. Dort standen wir ungefähr bei 19.800 Punkten und blau, die Linie, war das Limit, was Stefan angegeben hatte. Und Sie sehen, dass wir in diese Region nicht mehr zurückgekommen sind, sondern der Dow Jones im Endeffekt, seitdem wir das letzte Webinar hatten, ich sage es mal, auf der Stelle tritt, zwischen 19.700 und 20.000 Punkten hin und her pendelt. Die 20.000 haben wir ja gesehen, kürzlich. Und ja, von daher gibt es nichts Neues zu vermelden. Wir sind in diesem Trade nicht investiert. Von daher legen wir diesen Trade beiseite. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Seitwärtsrange nach oben verlassen wird, wir über die 20.000 ansteigen und dann auch
nochmal signifikant ansteigen könnten. Aber da wir jetzt in diesen Trade noch nicht eingestiegen sind, Stefan kann ja vielleicht gleich noch ein paar Worte mal zum Dow Jones noch sagen, gehe ich mal davon aus, dass wir den erstmal zur Seite legen. Dann hatten wir eine Euro-US-Dollar-Strategie auch am 12.12. vorgestellt. Dort hatte René die Vorfilter aufgezeigt. Diese haben ein Long-Setup angezeigt. Und Stefan sagte, dass man charttechnisch mit einem Limit bei ca. 1,06 US-Dollar einsteigen könnte, mit den Zielen bei 1,09, 1,13 und 1,16 und einem anfänglichen Stopp von 1,04. Wenn wir uns den folgenden Slide anschauen, dann sehen wir eben, dass wir am nächsten Tag schon, beziehungsweise am übernächsten Tag nach unserem Webinar in diesen Trade eingestiegen sind. Das Limit bei 1,06 wurde erreicht. Jedoch ist dann der Euro-US-Dollar-Kurs nicht wie erwartet direkt angesprungen, sondern ist nochmal eine Etage tiefer gefallen und hat die 1,04, dort wo wir unseren Stopp gesetzt hatten, auch schon wieder getriggert. Das heißt, dieser Trade wurde mit einem kleinen Verlust geschlossen und hier sind wir momentan auch nicht mehr aktiv dabei. Wir werden aber natürlich den Euro-US-Dollar weiterhin beobachten. Sollte sich hier ein neues Setup ergeben, dann werden wir die Strategie natürlich in einem der nächsten Webinare dementsprechend wieder vorstellen. Dann hatten wir am 28.11. eine Long-Strategie auf den DAX vorgestellt. Dort hatte René die Vorfilter angezeigt, vorgestellt mit einem Long-Signal. Preisbestätigung laut Stefan, man sollte mit einem Stop-Buy bei 10.850 in den Markt einsteigen, weil wir zuvor in einer Seitwärtsrange gefangen waren, mit den Zielen bei 11.450, 11.800 bis 11.900 und 12.400 Punkten und einem anfänglichen Stopp bei 10.100 Punkten. Was ist anschließend passiert? Sie sehen hier auch wieder blau eingekreist den Tag des Webinars. Und genau wie wir es angenommen hatten, nachdem diese Seitwärtsrange zwischen 10.100 und 10.850 in etwa, nachdem diese nach oben verlassen wurde, ja, ist der DAX quasi explosiv hat explosiv weiter nach oben gezogen. Und das Kursziel bei 11.450 konnte dann relativ schnell abgearbeitet werden im Dezember noch. Und die 11.800 haben wir zwar noch nicht erreicht, aber das Kursziel steht weiterhin im Raum. Und ja, wir haben jetzt hier natürlich schon einen Trade, der sehr gut gelaufen ist, wo wir eine schöne Strecke mitgenommen haben. Und jetzt momentan, wir haben es eben beim Dow Jones gesehen, sind wir natürlich wieder so ein bisschen im Seitwärtsmarkt gefangen seit ein paar Tagen. Und Stefan, würde ich dich direkt bitten, dass du mal kurz ein paar Sätze zum DAX sagst, wie du dort aktuell die Lage siehst. Was sollte man da charttechnisch jetzt machen? Sollten wir weiter investiert bleiben mit den Zielen bei 11.800 bis 11.900 oder sollte man eventuell jetzt die restliche Position auch verkaufen, Stopp nachziehen? Vielleicht sagst du mal kurz ein paar Worte dazu, bevor wir dann zu Platin kommen. Jawohl, hallo auch nochmal von meiner Seite. Hier zunächst zu sehen der DAX auf Tagesbasis. Ich beginne wie immer mit dem, ja, nehmen wir es mal, längerfristigen Chartbild. Was man hier sehen kann, ist dieser kurzfristige Aufwärtstrendkanal, den wir im Laufe der letzten Monate des letzten Jahres ausgebildet haben. Hier sind wir mittlerweile am oberen Ende. Die ursprüngliche Kaufbedingung war ja bei einem Ausbruch aus dieser Seitwärtstendenz, die wir hier bis in den Herbst rein hatten. Was dann auch passiert ist, jetzt eine steile Fahnenstange, eine leichte Überhitzung, kann man auch hier unten am MACD erkennen. Wir haben hier ein erstes Verkaufssignal, das klar im positiven Terrain erfolgt ist. Also wenn man die letzten Signale auf dieser Höhe sich anguckt und dann sieht man, dass der Kurs dann doch immer wieder nach unten abgedreht ist. Deswegen ist hier momentan die Gefahr relativ hoch, dass wir eine technische Gegenbewegung nach unten bekommen, um eben diese kurzfristige Übertreibung wieder abzubauen. Deswegen würde es sich anbieten, bei der Long-Position, die wir am 12.12. ja nochmal ein Update drauf gemacht hatten mit Limit 11.000 Punkten, diese Long-Position bietet sich an, dann jetzt sehr eng abzusichern. Da gehe ich jetzt auch mal in den Stundenchart rein, dann sieht man es etwas besser. Und zwar hier hatten wir im Dezember nach unten hin immer wieder die Region um rund 11.400 Punkte als Unterstützung. Bedeutet, wenn der DAX unter diese Unterstützung nach unten fallen würde, dann ist die Gefahr durchaus vorhanden, dass wir diese Oberseite der
monatelangen Seitwärtstendenz nochmal testen und als Unterstützung bestätigen, sodass sich in dem Fall dann ein Rücksetzer bis in die Region um 10.800 Punkte ergeben würden. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, so bei 11.380, eben knapp unter der 11.400, würde ich jetzt den Stoppkurs nachziehen und damit wäre der Gewinn auch von der Long-Position der letzten Wochen dann gut abgesichert. Gut, ich kann nochmal ganz kurz den Dow Jones einschieben, was der Ingmar am Anfang erklärt hat mit dem Trade. Da war ja die Idee, dass wir auf einen Rücksetzer warten. Auch hier sieht man diesen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal. Da sind wir mittlerweile nach oben rausgelaufen. Klares Anzeichen für eine Übertreibung. Auch hier sieht man es jetzt, hier unten auch wieder der MACD zu sehen, sieht man die Punkte, wo der Indikator das Niveau erreicht hatte in den letzten Monaten. Ging es eben danach immer wieder nach unten dann. Und deswegen ist auch jetzt davon auszugehen, dass wir hier wieder in den Trendkanal reinlaufen, um da eben eine kleine Korrektur zu vollziehen. Wir nehmen die Order jetzt erstmal raus, weil wir davon ausgehen, dass diese Bewegung durchaus nochmal, also da sehen wir oder hören uns nochmal vorher in einem neuen Webinar, sodass wir da eine neue Strategie nochmal zeigen könnten. Aber wie gesagt, momentan nehmen wir die, den Trade jetzt erstmal raus damit. Gut, das war's. Wenn ich kurz dazwischen gucken kann, siehst du dann, das passt ja ganz gut eigentlich, wenn du jetzt Dow Jones sagst, okay, du gehst davon aus, kommst zurück in den Aufwärtstrend und testet eventuell die untere Aufwärtstrend gerade mit dem DAX, dass er eventuell nochmal die Seitwärtsrange von oben antestet, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen, oder? Genau, genau. Würde beides passen. In beiden haben wir diese steile Fahnenstange hier im Dow Jones noch etwas ausgeprägter. Da ging die Rallye ja direkt nach der Wahl des US-Präsidenten Anfang November los. Beim DAX ging es dann Anfang Dezember erst los, als dieses italienische Referendum dann entschieden worden ist. In beiden, wie gesagt, diese steile Aufwärtsbewegung, diese Übertreibungsphase, die wir momentan drin haben. Und was man jetzt auch sehen kann, jetzt gab es zum Jahreswechsel dann nochmal so einen kleinen Zucken nach oben, aber da fehlt jetzt wirklich so der Druck, der hinterherkommt, die Anschlussorders, wie man immer so schön sagt, fehlt es jetzt momentan, ist schon ein Ermüdungsanzeichen dafür und damit eben die Gefahr, dass es jetzt in Kürze dann erst mal runterkommt. Okay, super. Dann genau, nehmen wir die Order erstmal raus und wenn es da was Neues zu vermelden gibt, dann werden wir uns entsprechend wieder mit einem neuen Setup melden. Ansonsten hatte ich schon gesagt, wollen wir schlussendlich noch auf den statistischen Platin-Trade eingehen, den wir immer am Jahresende vorstellen. Hier ist das Setup lautet wie folgt. Am 21.12., beziehungsweise wenn der 21.12. ein Wochenende ist, dann der nächste Handelstag, öffnet man eine Long-Position. Am 16.01. verkauft man 50% dieser Position, am 17.02. weitere 25% und am 20.04. das restliche Viertel von dieser Position. Und man setzt den anfänglichen Stopp bei 10% im Basiswert. Wir wollen mal kurz schauen, wie es dieses Jahr funktioniert hat. Sie wissen ja, wie gut die Trefferquote da ist. Das hatte ich ja im Dezember nochmal vorgestellt. Und da schauen wir uns einfach mal an, wie der Trade bisher gelaufen ist. Sie sehen blau eingekreist wieder den Tag des 21.12. Und kurz nachdem der Trade eröffnet wurde, ging es zwar nochmal zwei Tage ein bisschen runter, dann seitwärts, aber seitdem das neue Jahr gestartet hat, zieht der Platin-Trade bzw. der Platin-Preis richtig schön nach oben und wir sind jetzt in dem Trade schon schön im Plus und beobachten das Ganze weiter. Sie sehen Türkis, sage ich mal, ist eine türkise Linie, das ist der 16.01.2017, dort verkaufen wir dann 50% der Position und aktuell ist davon auszugehen, das sieht momentan sehr gut aus, sagen wir es mal so, dass der erste Trade dann auch mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen wird. Nur damit Sie mal ganz kurz sehen, dass wir das Ganze dann auch dementsprechend bei uns umsetzen in der Trading-Gruppe, wollte ich mal ganz kurz das aktuelle Depot bei uns vorstellen, das aktuelle Märkte-Depot. Und dort sehen Sie zwei Platin-Trades, einmal einen Platin-Trade vom 14.12.2016. Dort hatten wir schon eine Long-Position eröffnet, weil wir gedacht haben, dass der Platin-Preis vielleicht schon früher anfängt zu laufen, haben dort ein Produkt aufgenommen, ein Hebelprodukt zu 2,28 Euro. Und natürlich ganz regelkonform haben wir am 21.12.2016 dann die zweite Position eröffnet zu 2,37 Euro. Und Sie sehen, dass beide Positionen mittlerweile schon schön im Plus sind. Die Position vom 21.12.
befindet sich momentan schon mit gut 23% vorne. Von daher, wie gesagt, ist davon auszugehen, dass wir die ersten 50% mit einem Plus verkaufen werden und dann schauen wir einfach, wie sich der Rest der Position weiterentwickeln wird und wir werden Sie natürlich ständig darüber auf dem Laufenden halten. Das soll es dann auch von dem Update, dem Rückblick gewesen sein. René, ich würde dich dann bitten, das Wort zu übernehmen und dann fangen wir an mit WTI und dort stellen wir eine Short-Strategie vor und anschließend gehen wir dann auf den Silberpreis ein. Viel Spaß und wenn Fragen sind, wie gesagt, einfach in den Chat schreiben, dann kann ich das zwischendurch beantworten. Bis später. Ja, danke Ingmar. Auch von mir, hallo in die Runde und frohes neues Jahr. Alles Gute für 2017. Wir starten, wie der Ingmar schon sagte, mit WTI Crude Oil und betrachten uns als ersten von zwei Faktoren die Saisonalität. Die schaut im Moment recht unspektakulär aus. Für Januar, Februar haben wir eine moderat abwärts gerichtete Tendenz. Die ist aber jetzt vom Durchschnittswert her, den wir hier ja angezeigt bekommen, nicht wirklich so, dass sie als signifikant eingestuft werden kann. Wirklich bedeutend wird es für Crude Oil auf der Long-Seite Ende Februar. Im Moment ist es, wie gesagt, würde die Saisonalität eher die Short-Seite unterstützen. Wir sehen da allerdings keine so große Signifikanz, deshalb sind so die Seasonals. Dieser Faktor ist nicht so super aussagekräftig. Aber was man auch sagen muss, im Moment verhält sich der heutige Tag mal ausgeklammert, aber zuletzt hat sich der Ölpreis recht stark gegenüber der üblichen Saisonalität entwickelt. Wenn man sich mal anschaut, normalerweise ist hier ab Anfang Oktober bis in den Februar hinein eine Schwächetendenz auszumachen und der Ölpreis hat sich de facto sehr gut gehalten, hat sich am Hoch gehalten, am Hoch der letzten 12 Monate. Von daher hat er bislang, heute ist also ein Tag, wo es wirklich Schwäche gibt, aber hat er sich bislang tatsächlich sehr wacker gehalten und von daher war bislang auch von einer aggressiven Short-Strategie abzusehen, muss man ganz klar sagen, weil er einfach relative Stärke gegenüber der üblichen Verlaufsweise aufgezeigt hat. Das muss man jetzt beobachten, wie sich das weiterentwickelt, aber normalerweise sind das dann Situationen, wo ich dann eher dazu neige, hohe Short-Limits, Abstauber-Limits für einen möglicherweise finalen Blowout, oder vorerst finalen Blowout, zu setzen, aber nicht jetzt akut reinzugehen. Also Saisonalität schaut moderat bearish aus, aber viel zu gering, als dass man da jetzt sagen könnte, das ist ausschlaggebend. Zweiter Faktor, den wir uns anschauen, sind die COT-Daten, Commitment of Traders Report. Und der ist sehr, sehr spannend mit seiner Aussagekraft und mit den Werten, die er im Moment liefert. Ich erkläre erstmal kurz, was wir sehen. Wir sehen hier eine grüne Verlaufslinie unterhalb des Charts. Das sind die Large Traders, also das sind die Fonds. Und das ist deren Nettoposition. Die sind im Moment mit 440.000 und 74 Kontrakten netto long. Das ist ziemlich genau, minimal weniger, aber das ist ziemlich genau die Positionsgröße, netto long Position, die wir im Jahr 2014 hatten. Und zwar an diesem Punkt hier. Kurz bevor der Preis begann senkrecht zu fallen. Die Commercials, die Hedger, haben ähnliche Absicherungspositionen wie im Jahr 2014. Die sind minimal weniger abgesichert als damals. Damals waren es knapp 500.000 Kontrakte netto short. Jetzt sind es 466.764 Kontrakte netto short. Also eine sehr, sehr massive Absicherungsposition. Und wenn man sich mal anschaut, was ist in der Vergangenheit passiert, wenn die Commercials sehr massiv short waren und logischerweise gleichzeitig dann die Fonds sehr massiv investiert waren. Im Jahr 2011 im Frühjahr war das der Fall, nicht in dem Ausmaß wie 2014 und auch nicht in dem Ausmaß, nicht annähernd in dem Ausmaß wie jetzt. Aber für die damaligen Verhältnisse war das eine sehr starke Short-Position, die Anfang 2011 hier vorlag. Da ist der Preis kräftig in die Knie gegangen. Auch erstmal senkrecht gefallen, war also eine kräftige Korrektur. Wir können das immer wieder sehen, Anfang 2012 das gleiche Spiel, Commercials sehr bearish, relativ bearish, die Fonds stark investiert, der Preis geht nach unten. 2014, das war diejenigen, die hier seit Jahren treu dabei sind, werden sich noch erinnern, das war ein Trade oder eine Trading-Situation, die wir vorgestellt haben, an die man sich natürlich gerne erinnert.
Damals standen wir, glaube ich, so bei 104, wenn ich mich recht erinnere, als wir das hier im Webinar thematisiert haben. Und dann ging es ja bis deutlich unter 50 Dollar herunter. Also das Ausmaß, dass der Preis, ich glaube, in der Spitze 65% in die Knie gehen würde, das war so natürlich nicht, oder 70% fast, das war so natürlich nicht klar zu sehen, aber dass wir hier einen massiven Kurs bzw. Preissturz sehen werden, das war erkennbar. Auch jetzt können wir natürlich nicht sagen, wie stark wird es nach unten gehen. Ein Fehler, den man häufig macht beim Umgang mit COT-Daten, dass man versucht, das Ausmaß der Bewegung anhand der COT-Daten, anhand der Absicherung auszumachen. Und das wäre natürlich falsch. Also wenn wir jetzt, wenn man jetzt hergeht und sagt, okay, dann wird sich der Preis ja jetzt auch wieder halbieren oder wird jetzt wieder 70% fallen, so kann man diese Rechnung nicht aufmachen. Weil es hier effektiv einfach darum geht, die Commercials sichern ab irgendeinem Niveau sehr stark ab. Das kann sich aber ganz schnell auch wieder ändern. Also das kann in dem Fall sein, dass wir vielleicht 20% fallen und dann sind die Commercials schon wieder bullish. Von daher, gefährlich wäre es, wenn man jetzt davon ausgeht, dass hier eine gigantische Abwärtsbewegung kommt. Aber was recht klar ist, solche Absicherungspositionen und gleichzeitig ein so hohes Maß an Spekulation im Markt, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Grundpfeiler, das ist eine sehr, sehr gute Grundlage für einen Short Trade. Wenn man die Saisonalität noch hinzunimmt, die jetzt nicht wirklich ausschlaggebend ist oder nicht wirklich aussagekräftig ist im Moment, aber dann ist das durchaus ein Markt, den man für die kurze Seite jetzt auf dem Schirm haben kann. Und weil ich gerade von Spekulation, von viel Spekulation im Markt gesprochen habe, hier ganz unten unter den beiden Nettopositionen haben wir eine schwarze Linie und hier ist schon in der Beschriftung zu sehen, das ist das sogenannte Open Interest. Das ist also einfach, wie der Name schon sagt, das offene Interesse, das sind die offenen Kontrakte. Und grundsätzlich ist immer, wenn man das Open Interest sich betrachtet, ist immer wichtig zu schauen, wo kommt ein Anstieg im Open Interest her. Wenn der Anstieg im Open Interest durch kommerzielle Käufe kommt, also wenn die Commercials kaufen und das Open Interest geht hoch, also hier blaue Linie geht hoch und diese schwarze Linie geht hoch, dann ist das eher bullisch zu werden. Das hatten wir zum Beispiel hier Ende 2010, Anfang 2011. Da ging das los, dass die Commercials gekauft haben. So bis ins Frühjahr hinein, bis März, April, haben die Commercials gekauft, die blaue Linie stieg an und die verursachte den Anstieg im Open Interest. Die Käufe kamen von Seiten der Commercials und das brachte dann diesen Anstieg hier, der so Mitte 2011 losging. Jetzt haben wir die Situation, dass das Open Interest zuletzt, so ab Oktober 2016, kräftig angestiegen ist auf den höchsten Wert, den wir ja, seit 10 Jahren haben. Oder hatten und der Anstieg kommt hier gerade im Endteil ganz klar von den Large Traders, also von den Fonds. Heißt, es sind hier viele neue Spekulationspositionen reingekommen, aufgemacht worden und das ist typischerweise ein bearisches Zeichen. Wenn das Open Interest sehr hoch ist und dieses hohe Open Interest durch Spekulanten, also durch Large Traders, durch Fonds verursacht wurde, dann ist das ein Indiz für eine bevorstehende Abwärtsbewegung. Ob wir jetzt direkt schon in die Knie gehen in diesem Markt oder ob es da nochmal so ein bisschen nach oben variiert, meiner Erfahrung nach muss man so 10% Varianz noch nach oben ausgehend vom gestrigen bzw. vom Freitagsschlusskurs, muss man einkalkulieren. Das heißt, so nach dem, was ich so an Statistiken habe, müsste man nochmal so einen Varianzbereich bis 57, 58 Dollar einkalkulieren. Das sollte man auf dem Radar haben, heißt also, wenn man das handelt, wäre auf jeden Fall wichtig, dass man ein konservatives Produkt nimmt, dass man einen konservativen Schein nimmt, der nicht zu hoch gehebelt ist, wo der Knockout nicht zu nah dran liegt, sondern dass man recht konservativ vorgeht, weil es eben unheimlich schwer ist, so eine Situation präzise zu timen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf Sicht von 2, 4, 6 Monaten im Ölpreis zumindest kurzfristig oder zumindest temporär kräftig gen Süden gehen und kräftig bedeutet in dem Fall 20%, vielleicht sogar 25%, die steht hier recht gut, die ist recht hoch, von daher der Ölpreis WTI Crude Oil ein Short-Kandidat. Wie das Ganze charttechnisch ausschaut, wird uns der Stefan jetzt näher bringen. Okay, auch beim
Ölpreis bei WTI beginne ich zunächst mal mit dem Chart auf Wochenbasis. Man sieht hier sehr schön, dass wir im vergangenen Jahr den kurzfristigen Abwärtstrend zunächst überwunden hatten. Wir hatten ja im Jahr 2014, René hatte schon erwähnt, ein Webinar, als wir da eben hier auf diese hohe Wahrscheinlichkeit eines Absturzes aufmerksam gemacht hatten. Dann ging der Kurs eben im Zuge dieses Abwärtstrendkanals nach unten. Dann hatten wir im letzten Jahr den Ausbruch nach oben, die Trendwende, und bildeten seitdem eben diesen momentan noch etwas schwächer ausgeprägten kurzfristigen Aufwärtstrendkanal aus. Interessant dabei ist hier die Hochpunkte, was wir im letzten Jahr ausgebildet hatten, so in der Region um 56 US-Dollar herum. Da kämpft der Kurs momentan mit. Ich gehe da mal eine Ebene tiefer rein, in die Tagesebene, da kann man es etwas besser erkennen. Wie gesagt, hier der kurzfristige Aufwärtstrendkanal nochmal in grün angezeichnet und dann eben bedingt durch das Jahreshoch im letzten Jahr beziehungsweise durch die kleine Konsolidierung, was wir hier im November, Ende November 2014 hatten und eben jetzt im Dezember dann nochmal der Test der Region so in der Region 55, 56 US-Dollar. Das scheint nach oben hin schon relativ massiv zu sein und auch hier, wenn wir nach unten schauen auf den Indikator hier, der MACD auf Tagesbasis, man sieht hier immer sehr schön die Hochpunkte, die ausgebildet worden sind. Da gab es dann im Anschluss in den letzten Monaten auch immer wieder die Trendwende nach unten und momentan haben wir eben auch wieder so ein Verkaufssignal ausgebildet, sodass eben auch aus dieser Sicht davon auszugehen ist, dass wir hier erstmal weiter zur Schwäche tendieren. Die Kombination ist jetzt eben interessant. Wir sind in der Mitte des aufwärtsgerichteten Trendkanals. Es fehlt die Dynamik nach oben. Scheinbar ist da schon sind erste Anzeichen von Schwäche da, wenn wir da uns nicht mehr weiter im Trendkanal nach oben bewegen. Es sieht danach aus, als ob der Kurs an dieser markanten Widerstandszone in der Region 55, 56 US-Dollar scheitert und eben mit im Hinblick auf die Indikatoren eben erste Anzeichen dafür, dass die Schwächephase jetzt gerade so beginnt. Deswegen würde es sich auch unter Berücksichtigung der Punkte, die René erwähnt hat, eben jetzt anbilden, einen Einstieg etwa auf aktuellem Niveau. Ich habe das hier mal mit einem Limit bei rund 53 US-Dollar mal eingegrenzt für eine Short-Position. Der Ausstieg dann knapp über diesen Hochpunkten, über dieser Widerstandszone leicht darüber, sodass man, wenn der Kurs dann doch nochmal einen kleinen Zucker nach oben macht, nicht zu früh unglücklich ausgestoppt wird. Ausstieg so in der Region um 57 kann man durchaus auch, je nachdem, also da gibt es jetzt keine Regel, kann man 57, 57, 50 so in der Region würde ich da einen Stoppkurs platzieren, wenn man es jetzt eindeutig nachvollziehbar machen wollen. Limit 53, Stoppkurs 57, dann sind die Zahlen klar. Und nach unten hin die Ziele, zunächst mal die Region um 50. Hier sehen wir, im November waren wir hier dran und auch im September gab es hier, machen wir die Farben etwas anders, dann kann man es vielleicht besser erkennen. So, waren wir hier dran, hatten die Region um 50 als Widerstand nach oben bestätigt. Jetzt sollte das die erste Unterstützungszone sein. Wenn die nach unten durchbrochen wird, dann die Untergrenze dieses Aufwärtstrendkanals in der Region um rund 48 US-Dollar. Und wenn auch dieser nach unten unterschritten wird, dann geht es eben weiter. Dann orientieren wir uns an den letzten Tiefpunkten, die wir in den letzten Monaten hatten, so dass ich dann Kursziele im Bereich 44, 42 US-Dollar möglicherweise nach unten hin, das ist allerdings dann schon relativ weit hier, wirklich bis zum Tief, was wir im letzten Jahr hatten, bei rund 36 US-Dollar. Also wie gesagt, so nach unten hin erstmal so die
Ziele innerhalb des Trendkanals abgearbeitet, 50,48 und dann im weiteren Verlauf 44,42. Und dann wird es sich eben anbieten, den Stoppkurs entsprechend nachzuziehen. So, bevor ich es an den Christoph übergebe, der Ihnen wieder zeigt, wie man die passenden Produkte für diese Strategie ausfiltern lassen kann, wiederhole ich ganz kurz nochmal das Trading Setup, Einstieg für die Short-Position, Limit 53, Ausstieg 57 US-Dollar und die Ziele 50, etwa 48 und dann im weiteren Verlauf 44 und die 42 US-Dollar. Gut, das war's von meiner Seite, Christoph, jetzt darfst du. Ja, danke Stefan, und dann steigen wir gleich ein und Sie sehen jetzt meinen Bildschirm, in dem wir unseren Guidance Desktop von der DZ Bank Ihnen jetzt präsentieren. Und standardmäßig, wie Sie wissen, ist zuerst mal der DAX hier drin. Dadurch, dass wir den DAX jetzt aber nicht analysieren, sondern WTI, suchen wir uns auch den Basiswert eben aus und tippen hier in die Suche WTI ein. Und dann erscheint an der ersten Stelle schon dieser Basiswert, und dann sehen Sie schon hier oben, dieser Chart wird aktualisiert, beziehungsweise dann natürlich auch die passenden Produkte der DZ Bank werden Ihnen hier unten angezeigt. Ja, und dann setzen wir die Strategie, die der Stefan uns gerade vorgestellt hat, in Produkte beziehungsweise zuerst mal in Zahlen um. Stefan sagte, dass wir beim WTI bei rund 53 US-Dollar dann einsteigen. Und unser erstes Ziel war ja 50 bzw. 48, und ich möchte Ihnen das gerne mal beim Kursziel von 48 dann zeigen. Und der Ausstieg war dann über dem Widerstandsbereich von 55 Dollar, also bei 57 Dollar. Und dann lassen wir uns die Produkte, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, hier unten mal anzeigen. Hier oben zeigen wir noch ein bisschen den Chart, so dass Sie auch alles im Blick haben. Und dann steigen wir ein. Sie sehen blau abgebildet der Einstieg bei 53 Dollar. Sehen Sie dann hier, ich zeige es Ihnen, mache es ein bisschen größer, damit auch alles, alles zu lesen ist. Sehen Sie hier, also bei 53 Dollar, wenn WTI bei 53 ist, kostet das erste Zertifikat zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, kostet dann 4,34 Euro. Aktuell kostet es 4,94 Euro. Also wenn wir bei 53 Dollar im WTI sind, kostet das erste Zertifikat, was Sie hier sehen, 4,34 Euro. Und wenn die Strategie dann aufgeht, also wenn wir quasi die Short-Strategie vollziehen und das WTI sinkt, das Kursziel bei 48 haben wir hier, deswegen auch grün abgebildet, sehen Sie das Kursziel. Und sehen Sie hier unten dann auch das Kursziel von der ersten WKN, würde das Zertifikat dann in dem Fall, wenn wir bei 48 Dollar sind, 9,05 Euro kosten. Sollte die Strategie nicht aufgehen, also wenn wir sogar über die Widerstandslinie von den 55 US-Dollar drüber gehen und zu 57 Dollar das WTI dann notiert, ist das erste Zertifikat nur noch knapp 54 Cent wert. Das die Strategie, also Sie können es hier anhand den Farben immer schön nachvollziehen. Der Einstieg ist hier immer in blau. Sie geben den Einstieg hier bei 53 bzw. im blauen Feld ein. Sie sehen den Kurszertifikat in blau, und hier oben sehen Sie auch die Linie nochmal in blau. Einstieg, grün das Kursziel, rot der Stop-Loss, jeweils immer abgetragen. Und ich möchte Ihnen noch kurz was zum Verlustrisiko über die Zahlen, die Sie hier sehen, noch was erzählen. Wenn Sie zum Beispiel, das sind alles Beispielsummen, die ich hier auch nenne, die 10.000 Euro, wenn das zum Beispiel Ihr Tradingkapital ist und Sie sagen, Sie möchten von diesen 10.000 Euro 1%, also 100 Euro, 1% als Verlustrisiko eingehen für diesen Trade, den der Stefan gerade vorgestellt hat, dann könnten Sie, wenn Sie wollten, ich zeige es Ihnen mal, ich hoffe, Ingmar und Stefan, ihr verzeiht es mir, wenn ich eure Bilder ein bisschen überdecke, wenn Sie sagen, 1% von den 10.000 Euro möchte ich als Verlustrisiko eingehen, dann kaufen Sie zum Beispiel 26 Stücke von diesem Zertifikat und haben danach dann eine Positionsgröße von rund 113 Euro. Und das bedeutet, dass Sie in diesem Fall, also in dieser Strategie, ein
Gewinn von 122,50 Euro rund haben, beziehungsweise ein Verlustrisiko von knapp 99 Euro. Und errechnet ist das dann ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,24. Was passiert aber, und wenn, was passiert, wenn das Kursziel, die 48 Euro, in erreichbare Nähe kommt und Sie den Trade einfach weiterlaufen lassen, beziehungsweise das Kursziel, das neue Kursziel, dann 44 Euro ist? Und Sie sehen, wenn Sie die 44 Euro hier eintippen, dann verändert sich hier oben auch im Chart die 44 Euro. Sie sehen, die neue grüne Linie hat sich verändert und sehen natürlich auch aus der Position heraus ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Sie haben mehr Gewinn bei 26 Stück, die Sie gekauft haben. Also 2,23 ist das Chance-Risiko-Verhältnis dann, wenn Sie ein Kursziel von 44 haben. Meine Empfehlung ist, spielen Sie einfach mit den Zahlen, die wir hier zur Verfügung stellen, ein bisschen rum. Sie haben alle diesen Desktop vor Ihnen. Sie können es auch gerne in Ruhe nochmal später bzw. morgen nachvollziehen. Und wenn Sie das dann, also die Strategie komplett mit eingehen wollen in Form eines Zertifikats, wie in diesem Beispiel, was am besten, meines Erachtens besten passt, das erste Zertifikat, können Sie dann hier hinten auf den Kauf-Button klicken, beziehungsweise zuvor noch den Broker hier oben auswählen, je nachdem, bei welchem Broker Sie sind. Und wenn Sie auf den Kauf-Button klicken, werden Sie weitergeleitet zu Ihrem Broker und mit der PIN und TAN geht es dann weiter. Und schon haben Sie das Zertifikat dann in Ihrem Depot. So viel zur Produktsuche auf WTI. Wir kommen ja gleich nochmal mit Silber. Da zeige ich Ihnen auch nochmal, wie man da die Strategie dann umsetzen kann in Form von Produkten. Und gebe jetzt das Wort aber zuerst mal nochmal weiter an den René, der uns die Vorfilter gibt für Silber. So ist es. Wir betrachten uns auch hier als erstes die Saisonalität. Die schaut wie für die meisten Edelmetalle zum Jahresauftakt positiv aus. Wir haben es ja vorhin, der Ingmar hat es angesprochen, bei Platin gesehen. Platin um den Jahreswechsel herum naturgemäß sehr stark. Das gilt auch für den Silber-Future. Der neigt dazu, bis Mitte Februar etwa, bis zum 15. Februar, doch deutlich anzusteigen. Und von daher ist dieser Faktor schon mal bullisch für den Silberpreis. Generell, wie gesagt, kann man davon ausgehen, ob es jetzt Palladium ist, Platin, Gold, Silber, die sind alle um den Monat, um den Jahreswechsel herum, Entschuldigung, sind die relativ stark im Normalfall. Zweiter Faktor, den wir uns anschauen, sind die COT-Daten. Da sehen wir blau die Commercial Netto Position mit minus 75.814 Kontrakten und die Nettoposition der Large Traders, der Fonds in grün mit 61.291 Kontrakten. Und wir sehen hier unten auch wieder das Open Interest. Wenn man sich die COT-Daten anschaut, sieht man, dass hier schon noch ein ordentliches Maß an Spekulation im Markt ist. Wir sind jetzt bei den Large Traders noch nicht wirklich weit unten im historischen Kontext, aber das Open Interest ist sehr, sehr niedrig. Open Interest ist auf einem Niveau, was wir Anfang 2016 hatten, das war ziemlich genau der Boden. Was wir auch Ende 2015 hatten, da hat sich der Markt auch stabilisiert. Also das ist ein gutes Zeichen. Die Fonds sind jetzt noch nicht wirklich unterinvestiert, was so ein bisschen noch für Zurückhaltung spricht, jetzt im Hinblick auf große und umfangreiche Long-Positionen unsererseits. Aber da ist von der Spekulation, die in den Markt reingekommen ist, von den spekulativen Kräften, ist dann doch einiges wieder gewichen, was man am Open Interest sehen kann. Das heißt, auch wenn die Nettoposition der Fonds nicht wirklich weit unten ist, normalerweise würde man jetzt sagen, okay, wir versuchen dann reinzugehen in den Markt oder haben gute Chancen, wenn die Fonds fast eine Nettoposition von Null haben. Das heißt, wenn sich da Longs und Shorts quasi ausgleichen, dann wäre das interessant, weil das war jetzt hier 2013, bevor diese Erholung kam, der Fall. Das war hier im Jahr 2012, war das ein ganz günstiger Zeitpunkt. Also wenn man jetzt nur auf die Nettoposition schauen würde, würde man nicht auf die Idee kommen, dass Silber jetzt vor einem deutlicheren Anstieg stehen könnte. Zieht man das Open Interest hinzu, und das sollte man immer, wenn man mit COT-Daten arbeitet, dann
schaut das schon anders aus. Dann sieht man nämlich, dass obwohl die Nettoposition eher schon auch noch recht hoch ist, sieht man, dass hier schon ein ordentliches Maß an Spekulation gewichen ist aus dem Markt durch diese Abwärtsbewegung hier, die wir hier hatten. Und aus dem Grund ist Silber von den COT-Daten her ebenfalls moderat bullisch einzustufen. Restrisiko nach unten ist auch hier so, ja, 10-20% würde ich es beziffern. Ich sehe den Markt aber relativ stabil. Jetzt Saisonalität ist sehr stabil bis in den Februar hinein. COT-Daten schauen gut aus, nicht herausragend, aber schauen gut aus, eben durch das Open Interest. Und der Hauptfaktor, der mich für Silber bullish sein lässt, und zwar aber nicht bezogen auf 1-2 Monate, sondern auf Sicht von 3 bis 6 Jahren, also gerade eher für Investments oder für Investmentstrategien geeignet, ist der Spread zwischen Gold und Silber, die Ratio zwischen diesen beiden Märkten. Denn da sind wir jüngst im Frühjahr 2016 auf einem Niveau gewesen, was typischerweise eine Indikation dafür war, dass ein Bullenmarkt in den Edelmetallen insgesamt bevorsteht. Immer wenn dieser Spread hier unten, wenn unser Spread-Indikator hier unten anschlägt, das war im Jahr 2008 zum Beispiel der Fall, das war so in der Region um 700 Dollar damals, dann hat man sehr, sehr gute Chancen, auf Sicht von 2, 3 bis zu 6 Jahren einen Bullenmarkt zu erwischen. Also diese Indikation ist nicht, hat keine Aussagekraft für die nächsten 1-2 Monate. Es kann in den nächsten 1-2 Monaten auch durchaus bei so einer Indikation runtergehen. Das ist eine Indikation, die wirklich eine Perspektive hat von 2 bis 3 Jahren Minimum. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das hierbei berücksichtigt. Und wenn man sich mal anschaut, wie die historischen Signale waren, dann waren die doch sehr, sehr brauchbar. Denn, wie gesagt, 2008 im Herbst gab es hier eine bullische Indikation. Indikation war, jetzt stehen die Edelmetalle vor einem Aufschwung, Silber, Gold, die stehen vor einem deutlichen Aufschwung. Und dann kam auch hier im Goldpreis ein kräftiger Schub, der Preis hat sich mehr als verdoppelt. Wir hatten das Gleiche im Jahr 2003, das war an diesem Punkt, da standen wir, glaube ich, damals bei 350, 360 und sind dann deutlich nach oben geschossen, hier erstmal bis auf 700, also eine Preisverdopplung. Wir hatten so eine Indikation im Jahr 1993, also die kommen auch vergleichsweise selten vor, solche Signale. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle 1-2 Jahre kommen, sondern das hat man vielleicht zweimal in der Dekade ungefähr, dass man so eine Indikation bekommt. Damals war es nicht wirklich doll, muss man ganz klar sagen. Das war irgendwo so bei 220, 250 herum, glaube ich. Kann man jetzt hier nicht ganz so gut erkennen. Und da lief es seitwärts. Man hat da zwischenzeitlich auch 20% Drawdown gehabt. Also das war jetzt kein wirklich gutes Signal, aber es brachte auch keine Katastrophe. Wenn man da eine Weile drin war, man hat nicht viel verdient, muss man auch klar sagen, im Extrem. Man hat aber auch nicht viel verloren, das war mehr so eine Seitwärtsgeschichte. Und das ist auch der Charakter der Setups, die ich versuche zu handeln, beziehungsweise die ich handle. Und das ist der Charakter, den ich versuche in jedem Setup drin zu haben. In Idealfällen oder in günstigen Fällen, im Normalfall, verdient das ganze Geld und wenn es ungünstig läuft, dann verliert es nicht viel. Das soll so sein, das möchte ich so haben und von daher, das Signal war nicht doll im Jahr 1993, aber es brachte auch bei weitem keine Katastrophe. Die erste Aussage dieses Spreads ist also, wir stehen tendenziell ausgehend von diesem Niveau. Das Signal kam so bei 1230 ungefähr im Goldpreis. Davon ausgehend stehen wir für die Edelmetalle, also für Gold und für Silber, vor einem Bullenmarkt, aber bezogen auf 3 bis 6 Jahre. Also das kann durchaus nochmal mit Schwankungen einhergehen, von 20% vielleicht gehen Süden, wenn es blöd läuft. Das sollte man immer auf dem Schirm haben. Aber solche Schwankungen von 10-20% in die falsche Richtung, in Anführungszeichen, die relativieren sich natürlich sehr, sehr ordentlich, wenn man dann anschließend eine Verdopplung oder eine Verdreifachung im Preis sieht. Und wer so ein bisschen was verfolgt hat von mir, der weiß, dass ich jetzt nicht zu der Gattung der Edelmetall-Fans zähle oder dass ich ein Gold-Dauerbulle bin, überhaupt nicht. Also ich habe, glaube ich, mehr
Short gehandelt in den letzten Jahren im Gold, als dass ich Long gehandelt habe. Ich bin da völlig unvoreingenommen. Und mir wäre es auch egal, wenn es jetzt andersherum wäre. Aber die Indikation sagt mir, dass wir höchstwahrscheinlich vor einem größeren Bullenmarkt auf Sicht von 3 bis 6 Jahren im Goldpreis, aber auch im Silber stehen. Das ist die erste Aussagekraft oder die erste Aussage dieses Spreads. Die zweite Aussage ist spezifisch auf dieses Webinar auch natürlich sehr wichtig, denn immer wenn der Indikator unten anschlägt, dann hatten wir eine Phase vor uns, in der der Silberpreis den Goldpreis drastisch outperformed hat. Ich erinnere mich noch mit leichten Tränen in den Augen an die Situation 2011 hier oben, als der Goldpreis so die 1900er Region angelaufen hat. Damals ist Silber gelaufen wie verrückt, ist zwischenzeitlich an die 50er Marke herangereicht und da war ich zu der Zeit ein bisschen zu früh auf der Short-Seite, also habe da auf der Short-Seite auch entsprechend Geld verloren, muss man ganz klar so sagen. Also das war, wenn man 2008 eingestiegen ist in den Silberpreis, hat man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dumm und dusselig verdient. Und gerade auch spezifisch durch diese Übertreibung, die es dann zum Ende hin gab. Und jetzt haben wir eine vergleichbare Situation wie im Jahr 2008, wie im Jahr 2003 und wie im Jahr 1993. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Silber den Goldpreis outperformt. Wir haben das schon ansatzweise gesehen in den letzten Wochen, dass es teilweise im Gold weiter gen Süden ging und der Silberpreis hatte auch mal so eine Schwächeperiode dann im finalen Teil der Abwärtsbewegung der Edelmetalle, aber insgesamt war der vergleichsweise stabil. Kernaussage, um es nochmal zusammenzufassen, Silber ist kurzfristig bullish aufgrund von den COT-Daten, spezifisch dort das Open Interest, aufgrund von der Saisonalität auch im kurzfristigen Zeitfenster, so 6 Wochen, 8 Wochen, Prognosezeitfenster. Mittel- bis langfristig, wir sprechen von 3 bis 6 Jahren, ist es deshalb bullish, weil wir hier in dieser Ratio, in diesem Spread, ein extremes Reading letztes Jahr hatten. Wir haben einen Extremwert im Frühjahr 2016 gehabt und ausgehend davon, das war ungefähr auf dem Niveau, wo wir jetzt uns auch befinden, also so um die 16 herum im Silberpreis, um die 1200, 1230 im Goldpreis, also da ist man sogar noch unter dem Niveau von letztem Jahr. Auf diesem Niveau gab es diese bullische Indikation und die Aussage ist eben, wir werden in 3 bis 6 Jahren höchstwahrscheinlich drastisch höher stehen und drastisch bedeutet, wenn wir uns an der Historie orientieren, Minimum 50%, wahrscheinlich eher sogar 100 oder mehr Prozent. Das ist die Aussage dieser Intermarket-Relation. Und zum kurzfristigen Zeitfenster, zu den kurzfristigen Handelsmöglichkeiten, kann uns der Stefan jetzt genaueres sagen aus der charttechnischen Perspektive. Jawohl, ich probiere zumindest mein Glück. Und was man hier jetzt sehen kann, genau, jetzt ist er da, das ist zunächst der langfristige Kursverlauf von Silber hier auf Monatsbasis. Hier unten sieht man die einzelnen Jahre. Und was man hier sehr schön sehen kann, das ist eben dieser langfristige Abwärtstrendkanal, aus dem wir hier Anfang letzten Jahres nach oben ausgebrochen sind. Dann gab es eine kleine Pullback-Reaktion, dann ging es weiter und jetzt zuletzt dann eben wieder diese Abschwächung. Warum ich mit dieser langen Ebene beginne, das ist, dass ich einfach eine Perspektive habe, wenn ich die Signale eben aus dieser Zeitebene erhalte, dann kann ich in den Ebenen darunter dann entsprechend der Signale von der übergeordneten Ebene handeln. Ja, gehen wir hier etwas näher ins Detail rein, denn die Indikatoren errechnen sich dann in dieser Monatsebene eben auch auf die Monatskurse. Und da sehen wir, dass bei dem MACD, den ich hier an der Stelle immer gern verwende, hier bereits ein leichtes Kaufsignal aufgetreten ist, beziehungsweise wir kurz davor sind, dass dieses eben aufgeht, ist leicht im negativen Terrain. Insofern kann man es durchaus als aussagekräftig betrachten. Natürlich wäre es irgendwo schöner, wenn es weiter im negativen Terrain aufgetreten wäre. Man kann es sich nicht immer raussuchen. Ich würde es trotzdem noch als aussagekräftiges Signal
betrachten, sodass wir aus der Monatsebene dann in die Ebenen darunter mit einer positiven Tendenz gehen. Gehen wir in die Tagesebene rein. Hier sieht man dann eine ganz leicht ausgeprägte positive Divergenz. Wir haben hier steigende Tiefpunkte im MRCD in Verbindung mit fallenden Tiefpunkten im Silberpreis selbst. Das ist ein Anzeichen dafür, dass es eben ebenfalls weiter nach oben gehen könnte. Wir haben hier momentan noch diesen abwärts gerichteten Trend irgendwo mit drin. Je nachdem, wie man es betrachten möchte, für eine Konsolidierungsformation wäre es etwas zu weit gelaufen nach diesem Aufschwung, den wir hier Anfang des vergangenen Jahres hatten. Interessant ist allerdings, und da mache ich wieder die Linien raus, dass man es etwas besser erkennen kann, interessant ist, dass der Kurs hier an diesem Tief, was wir im letzten Jahr hatten, Ende des letzten Jahres nach oben gedreht ist und hier bereits beginnt eine leicht positive Bewegung auszubilden. Wie gesagt, wir haben auf der Monatsebene ein positives Signal, wir haben auf der Tagesebene ein positives Signal, was eben beides darauf hindeutet, dass wir im Laufe der nächsten Wochen weiter nach oben steigen könnten, plus eben die Faktoren, die René erwähnt hat, runden das ganze Bild dann ab, sodass sich hier eben eine entsprechende Long-Position anbietet. Und damit das nachvollziehbar bleibt, habe ich den Einstieg mal auf 16,30 etwa limitiert. Das ist etwa auch aktuelles Niveau knapp darunter und den Stoppkurs dann knapp unter diesen Tiefs, die ich hier schon erwähnt habe. Ich gehe mal in die Stundenebene rein, da sieht man es noch etwas besser. Den Stoppkurs bei rund 15,40 und das wäre eben dann unter dem Tief, was wir hier im Dezember bei 15,60 hatten. Nach oben hin die Ziele, und da bleibt man jetzt gleich in der Stundenebene drin, da lässt sich es besser erkennen. Nach oben das erste Ziel ist die Oberseite dieser kleinen Seitwärtstendenz, die wir im Dezember hatten, bei rund 17,20 und für die weiteren Ziele dann wieder eine Ebene höher, bei rund 19 US-Dollar, und das ist hier das Hoch, was wir hier zwischendrin hatten, beziehungsweise ich zoome mal etwas näher hin, dann kann man es vielleicht besser erkennen. So, wie gesagt, 17,20, das war hier das letzte Zwischenhoch vom Dezember, dann hatten wir im November die 19, die wir erreicht hatten, im weiteren Rückwärtsverlauf, dann im September die 20 und dann im Sommer die Region so um 21 etwa, 20, 50, 21. Das wären so die Ziele, die kurzfristig erreichbar scheinen. Sollte diese Region um die 21 US-Dollar dann überwunden werden, dann gehen wir da etwas weiter zurück in die Vergangenheit, damit wir da weitere Marken erkennen können. Und da sieht man dann, da macht es dann auch schon einen klaren Satz nach oben. Da sind wir dann hier eher so in der Region um 23 bis nach oben hin sogar um 25 US-Dollar, die dann im Laufe der nächsten Monate erreichbar scheinen. Damit sind wir dann auch in der Region, was René schon erwähnt hat, mit dem Langfristszenario, so dass es sich dann auch für diese Strategie natürlich anbietet, ein entsprechendes Produkt zu wählen, wo man auch eine mittelfristige Strategie dann eher umsetzen kann. Gut, zur Auswahl der Produkte übergebe ich jetzt gleich nochmal an den Christoph. Ich wiederhole abschließend nochmal das Trading Setup, Limit etwa 16,30, knapp unter aktuellem Niveau. Der Ausstieg, der Stoppkurs bei 15,40 und damit knapp unter dem Niveau, was wir im Dezember hatten. Und dann die Ziele kurzfristig 17,20, 19, 20, 21 und im mittelfristigen Bereich würde dann noch die 23 bzw. die 25 US-Dollar mit dazukommen. Das wäre es jetzt von meiner Seite und dann würde ich heute letztmalig an den Christoph übergeben. Der auch schon bereit ist und sich vorbereitet, um Ihnen wieder den Desktop zu zeigen bei Guidance, um genau jetzt die Silberstrategie zu analysieren bzw. umzusetzen.
Und dafür wechseln wir jetzt von WTI in den Basiswert Silber. Und das können Sie dadurch tun, indem Sie hier beim Basiswert auf den Suchen-Button klicken. Und dann geben wir hier einfach Silber ein und wählen gleich den ersten Basiswert Silber auch aus. Auch jetzt wird hier oben wieder der Chart aktualisiert, beziehungsweise die dazugehörigen Produkte hier unten auch nochmal neu angezeigt. Und dann setzen wir einfach auch die Strategie um, die der Stefan gerade genannt hat, also Einstieg, Limit bei 16,30, also 16,30 Dollar. Und das geben wir hier ganz einfach ein. Das erste Kursziel, das war die 17,20, die er uns gerade gezeigt hat, beziehungsweise dann auch den Ausstieg bei 15,40 Dollar. Und dann sehen wir schon die ganzen Produkte, beziehungsweise wir passen den Chart hier oben noch mal ein bisschen an, damit Sie auch alles sehen. So, also Einstieg 16,30 Dollar. Aktuell kostet zum Beispiel das erste Zertifikat, das auf diese Trading-Strategie passt, die wir hier gerade eingegeben haben, passt das erste Zertifikat, notiert im Moment bei 1,23 €. Wenn wir dann bei 16,30 Dollar sind im Silber, dann kostet das Zertifikat rund 88 Cent. Also das ist der Einstiegskurs, Einstiegspreis für das Zertifikat. So, und wenn dann die Long-Strategie aufgeht und das erste Kursziel von 17,20 erreicht ist, dann hat das erste Zertifikat, was Sie hier sehen, einen Kurs von 1,71 €. Und sollte die Strategie eben nicht aufgehen, also wenn wir dann unter bei 15,40 Dollar notieren, beziehungsweise dieses berühren, dann ist das Zertifikat fast wertlos, dann hat das nur noch 0,008 Cent. Sie sehen dann die Positionsgröße, auch das nochmal kurz wiederholt. Sie haben 10.000 Euro Trading-Kapital. Und davon möchten Sie 1%, ich markiere Sie Ihnen nochmal 1%, also 100 Euro möchten Sie für diesen Silber-Long-Trade eingehen, als Verlustrisiko eingehen. Somit haben Sie auch eine Positionsgröße von rund 100 Euro. Und aus dem Einstiegskurs errechnet sich dann eine Stückzahl von 114 Stücke bzw. Zertifikate, die Sie dann kaufen können. Das Ganze hat ein Chance-Risiko-Verhältnis von 0,95. Ist noch nicht wahnsinnig optimal, aber die Strategie ist ja auch eine Long-Strategie und das, was der Stefan auch gerade analysiert hat, ist ja auch ein Anstieg, also auf rund 21 bzw. 23, 25 Dollar im Silber. Und jetzt geben wir einfach mal 21 Dollar ein und Sie sehen hier oben, hat sich das Ziel natürlich schon verändert aufgrund meiner Eingabe, die 21 Dollar, dann springt der grüne Balken auch nach oben. Und dann sehen Sie auch, je höher wir natürlich das Kursziel nehmen, verändert sich auch das Chance-Risiko-Verhältnis bzw. auch der Kurs des Zertifikats. Nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Blau abgebildet ist der Einstieg. Sie sehen hier den Einstieg dann in Form von ausgerechnetem Kurs des Zertifikats. Dann grün dargestellt das Kursziel, auch hier grün dargestellt in Form vom Kurswert des Zertifikats dann, beziehungsweise rot dargestellt der Stop-Loss und den sehen Sie dann auch hier. Und wenn Ihnen eines der Zertifikate, die Ihnen hier angezeigt werden, wenn Ihnen eines der Zertifikate zusagt, dann können Sie hinten zuerst noch den Broker auswählen und hinten auf den Kaufen-Button klicken und dann sehen Sie, dann werden Sie weitergeleitet zu Ihrem Broker, PIN und TAN eingeben und schon ist das Zertifikat Ihres. So viel zur Silberstrategie. Wir schauen uns jetzt gleich im Nachgang noch ein paar Fragen an, die wir natürlich gerne beantworten. Ansonsten soll es das für heute bleiben und sein. Wir haben 19.59 Uhr, das ist eine Punktlandung für das erste Webinar in diesem Jahr. Und mit der Punktlandung möchte ich mich bedanken. Zuerst mal bei Ihnen für die Teilnahme, für das heutige Webinar. Wir hören uns nächste Woche wieder, also am 16. Januar, wie gewohnt, Montag 19 Uhr. Das ist fest im Terminkalender. Jeden Montag 19 Uhr sind wir hier dran mit dem Webinar. Und dann geht es nächste Woche weiter mit dem Big Picture, die technische Analyse, mit unseren DZ-Bank-Analysten Dirk Oppermann und Armin Kremse. Auch die sind dieses Jahr wieder mit dabei.
Und ich bedanke mich bei den drei Jungs, bei den Ingmar, beim René und beim Stefan von der Trading-Gruppe für das heutige Webinar. Mir, uns hat es hoffentlich alles Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Wie gesagt, Montag 19 Uhr, aber das ist ja bekannt. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche, immer ein glückliches Händchen beim Traden. Bis nächste Woche. Tschüss. Auch von uns schönen Abend noch, gute Trades, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao.